Warte schnell, sorry. Also, dann muss ich auf Englisch jetzt reden. Genau. Okay. I would like to order one baby Guinness, please. One room cola, please. Can I order a tea, please? Much alcohol in it, and I'm not allowed to drink alcohol. Can I please have some cold water with ice? Mein Spaß für das Bier bestellen. Lieblingsstadion in England ist Wembley. Wembley, ganz klar. Ich würde jetzt mal sagen, es ist Wembley. Es ist, glaube ich, so ein eines der bekanntesten Stadien. Und ja, würde ich gerne mal dort spielen, wenn es wird gehen, natürlich. Old Trafford. Meine Lieblings sind der Queen. Der Urenkel von der Queen, der jetzt da so Faxen gemacht hat, ist ja mal so jetzt gerade in den Medien gewesen, wo er der Queen so ein den Show gestohlen hat. Megan, finde ich, sie steht da für das, was sie will. Queen Elizabeth, weil sie eine ziemlich coole Alte ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde der Queen dann fragen, was ist seine Lieblingstee? Ich würde gerne mal so ein Eis-zu-Eis-Gespräch mit ihr. Ich glaube, sie ist schon noch cool. Ein bisschen baden, kicken, ich glaube, sie schon mal gerne. Ein Stückchen mal abziehen. Ob sie wirklich gerne Black Tea mag? Vielleicht was würde sie uns mitgeben? Ja, sie hat doch schon ein Alter, wo sie uns sicher etwas mitgeben kann. In England, mein liebster Club ist Arsenal. Männer Liverpool und Frauen Chelsea. Wenn ich jetzt müsste sagen, würde ich Chelsea sagen. Ja, also vom Fußballerischen her, vom Stil, wie sie spielen, würde ich so Liverpool sagen. Britische Wetter gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ja, ich bin eher ein Sonnenmensch. Ich kenne das britische Wetter ja gut, weil ich in Schleswig-Holstein aufgewachsen bin. Das ist ähnlich. Regen von der Seite, nicht von oben, sondern von der Seite. Ich bin natürlich in Spanien, von dem her ist da der Unterschied so, schon extrem groß. Aber ich glaube, ich finde es voll okay, wenn es mal ein bisschen kühler ist und ein regnet. Gerade zum Fußballspielen finde ich es echt top, wenn der Rasen ein nass ist. Ich spiele gerne im Regen, es macht so einen extra Touch, ein bisschen fight. Ja, wenn wir in England Europameister werden, dann machen wir einfach Party. Dann rasten wir komplett aus. When the rainbow rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Dann tun wir das sicher feiern. Die ganze Nacht. Wir werden feiern. Viel. Lange. Mindestens 3 Monate. Vielleicht zuerst mal fit mit dem Team und dann gehe ich mit all meinen Kollegen und Familie in die Ferien.